Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, also heute Morgen bin ich wieder spät dran. Ist ja auch kein Wunder. Nee, es ist absolut kein Wunder. Meine Frau Linsche und mein Herr haben heute Morgen schon große Diskussionen gehabt. Ja, schon vor dem Frühstück. Meine Frau Linsche war sauer, weil der die Rechnung von der Telefon Instabums durchgeguckt hat und hat gesagt, oh, das stimmt alles nicht, sind dann die bekloppt, die wollen so viel Geld von uns, da muss man sofort kontrollieren und machen. Und das hat er vorm Frühstück gesagt. Boah, hat mein Freundinche gesagt, ich glaube, du bist wohl nicht mehr ganz knuschbereit, moin. Jetzt lass uns erst mal frühstücken und dann gucken wir es uns gemeinsam an. Und dann kann ich ja dort anrufen. Nee, mein Herrscher, der hat jedes Mal immer wieder auf der Rechnung geguckt. Immer wieder. Ich habe schon gedacht, ach, jetzt holt mein Frau Linsche das Brot mit der Marmelade und du es ihm ins Gesicht trinke, ja. So stingelig war die. Ja. Und dann ist ihr hingefallen. Ach du lieber Gott, mein kleiner Schatz hat ja auch noch keine nix sagen für sein Community, für sein Fernsehs. Verstehst du? Ja, hat sie gesagt. Und dann hat sie gesagt, jetzt macht das Gezettel weg, hat sie gesagt. Sonst rufe ich überhaupt nicht, dann kann ich selber anrufen. Aha. Und ich weiß nicht, mein Herr ruft einfach nicht gern an. Nee. Der sagt einmal zu meiner Frau, das machst du viel besser. Ja, die kann besser schwätzen, verstehst du? Die kann besser knatschen. Ja, so ist das. Also, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen nicht auch schon so trübes Wetter. Also, ich meine, so trübes Wetter an den Frühstückstisch, ne? Ja, draußen ist auch trüb, du. Das ist kurz vorm Reden. Bis dann, tschüss, euer Muggli mit die weiße Socke.